Meine Damen und Herren, heute informieren wir Sie über das Neubaugebiet in Schalodenbach, die Mittagsverpflegung an den Grundschulen und der IGS, über die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen und die Halloween-Feste in der Verbandsgemeinde. In der Wissenschaftsrubrik geht es um die Zukunft des Bauens. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Schalodenbach, Neubaugebiet. Die Ortsgemeinde Schalodenbach hat eine Möglichkeit gefunden, den letzten Bauabschnitt des Neubaugebietes Ochsenweider Weg zu erschließen. Die Ortsgemeinde kauft die Grundstücke an und übernimmt damit auch das Risiko der Vermarktung der Baugrundstücke. Da außer der Ortsgemeinde Otterbach kaum noch Erschließungen von Neubaugebieten geplant werden, gehen bereits viele Interessensbekundungen ein. Wer Interesse an einem Baugrundstück in Schalodenbach hat, kann sich bei der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg melden. Mittagsverpflegung an den Grundschulen und der integrierten Gesamtschule. Die Verbandsgemeinde stellt die Rahmenverträge für die Mittagsverpflegung der Kinder an den Grundschulen und der IGS um. Bisher erfolgte die Abrechnung mit einem Pauschalbetrag über einen Dienstleister. Der Verbandsgemeinderat und auch der Schulzweckverband haben nun neue Rahmenverträge bzw. Satzungen beschlossen. Zukünftig bezahlen die Eltern keinen Pauschalbetrag mehr, sondern sie erhalten eine Spitzabrechnung von der Verbandsgemeinde bzw. dem Zweckverband. Mehlbach – Einführung wiederkehrender Beiträge. Bis auf drei Ortsgemeinden haben alle Gemeinden in der Verbandsgemeinde schon seit längerer Zeit wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Straßenausbau eingeführt. Derzeit erfolgt die Umstellung in Mehlbach. Katzweiler und Sulzbachtal werden später folgen. Die Umstellung soll gemäß Vorgabe des Gesetzgebers bis 01.01.2024 erfolgen. In den drei genannten Orten war es bisher so, dass beim Ausbau einer Straße der jeweilige Grundstückseigentümer in der betreffenden Straße seinen Anteil bezahlen musste. Dies hat oftmals Kosten in einem fünfstelligen Bereich verursacht. Viele Bürgerinnen und Bürger mussten sich hoch verschulden. Mit den wiederkehrenden Beiträgen werden alle Grundstückseigentümer in einem Ort herangezogen, soweit keine Verschonungsregelung gilt. Die Belastung wird gleichmäßig verteilt und keiner wird überfordert. Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen wird durch den jeweiligen Träger finanziert. Hier muss die Ortsgemeinde mit seinen Einwohnern nur ihren jeweiligen Anteil für den Bürgersteig bezahlen. Wir bieten den Ortsgemeinden an, dass sie eine Bürgerversammlung durchführen, um das neue System vorstellen zu können. Halloween-Feste in der Verbandsgemeinde. Neben der Verbandsgemeinde bietet auch die Ortsgemeinde Niederkirchen mit dem Ortsteil Murbach am 31.10.23 ein Halloween-Fest mit einer Gruselwanderung und anschließender Halloween-Party an. Beginn ist auch hier um 17 Uhr. Auf der Wanderung, die für die Großen bestimmt ist, sind mehrere Schockstationen von 19 bis 21 Uhr besetzt. Die kleinen Abenteurer können sich auf dem Spielplatz zaurig schön vergnügen. Start und Ende der Route ist der Gemeindesaal in Murbach. Wie bereits in den letzten Nachrichten gemeldet, findet das Halloween-Fest der Verbandsgemeinde auf dem Kerweplatz in Otterbach mit einem großen Lagerfeuer und einer Lichterwanderung statt. Eine außergewöhnliche Station erwartet dann die Gäste bei der Wanderung ins Ottertal. Aus der Wissenschaft: Fachkräftemangel? Ein australischer Roboter mauert. Dieser Maurer besteht nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Kabeln und Metall. In seiner Förderröhre hieft er die Steine bis auf 32 Meter Höhe und setzt sie präzise nach Plan auf und nebeneinander. Sogar die fachgerechte Verklebung übernimmt er. So entsteht ohne jede Arbeitspause ein Gebäude wie aus Menschenhand und doch nur unter geringer menschlicher Begleitung. Sind Bauroboter wie Hadrian X die Zukunft? 2020 mauerte der Hadrian X 200 Steine in der Stunde. Inzwischen sind es 300 Steine. Nun soll er in Saudi-Arabien 50.000 Eigenheime mauern. Die erste öffentliche Vorstellung der neuen Technologie erfolgte im Mai 2023 und einige Baufirmen haben sich laut FBR bereits ihren eigenen Hadrian X bestellt. In Deutschland wird derzeit eher der 3D-Druck von Häusern erprobt.
In Heidelberg ist gerade das größte 3D-Gebäude Europas fertiggestellt worden. Es entstand innerhalb von 140 Stunden. Wer wird nun das Rennen machen? Der Robotmaurer oder der 3D-Hausdrucker? Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie keine Nachrichten mehr verpassen wollen. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen.